Ja, hallo ihr Lieben, Christian Schumacher, Paterapeut, Beziehungscoach, Sprungpsychologe, immer noch auf YouTube, trotz meiner exquisiten Ausbildung mit Studium, jahrelang Berufserfahrung, immer noch geduldet hier. Und wenn du mal ein hervorragendes Programm machen willst, was schon viele tausend Leute gemacht haben, schau mal auf liebeschiff.de vorbei, kannst du mir auch Fragen stellen. Und heute wollte ich mal wieder ein Video machen ohne eine Mail, und zwar zu diesem Komplex Spiritualität, unbedingte Liebe, Seelenverwandtschaft, weil ja immer noch so viele Leute da scheitern. Und ja, also ich weiß nicht, wo ihr da steht. Also ich meine, ich sehe mich ja nach wie vor als relativ spirituellen Menschen, aber ich muss wirklich sagen, was wir da draußen gezeigt bekommen an Spiritualität, was ja auch viel die Religionen sind, sag ich mal. Also ich weiß nicht, wie ihr das seht. Also ich habe in letzter Zeit wirklich alle meine Illusionen verloren. Ich weiß nicht, gab ja jetzt auch noch so ein völlig verstörendes Video vom Dalai Lama, weiß ja, kann ich gar nicht mehr zu sagen, dann wird das Video demonetarisiert. Also finde, also ist einfach disgusting, und weiß nicht, ich bin mit durch mit den ganzen Religionen. Und gut, das sind aber auch viele Menschen, und trotzdem, auch dazu gehört auch Buddhismus. Nicht, dass sich in allen Religionen, das ist ja das Problem, dass dann nicht überall gute Sachen drin sind, gute Ansätze, das ist ja gar keine Frage, im Buddhismus auch, ne? Meditation ist eine tolle Sache. Aber wie viel Klienten ich gehabt habe, die irgendwie in irgendwelchen buddhistischen, also jetzt nicht super viel, aber es ist vorgekommen, in irgendwelchen buddhistischen Zentren der Leiter irgendwelche komischen Sachen gemacht hat oder so. Ich weiß nicht, also ich finde mittlerweile diesen ganzen religiösen, ich zähle jetzt mal Buddhismus auch dazu, religiösen Bereich echt schwierig, sehr schwierig, so, ne? Weil da kann man immer leicht sagen, ja, ich habe das so, was, du willst hier meine komischen Freundschaft-Plus-Geschichten nicht mitmachen, und du willst dies nicht mitmachen, jenes nicht mitmachen, du bist aber noch nicht weit genug, bist nicht erleuchtet genug, du hängst noch an Beziehungen, an irgendwelchen Konzepten fest, und lass doch mal locker, und schon ist man in irgendeinem Kram drin, der einen überhaupt nicht gut tut. Und das Gleiche ist natürlich mit vielen in der spirituellen Szene, sag ich mal, auch, ne, diese ganzen Ideen von, also im Grunde, wo was Blödes passiert, bist du eigentlich selber schuld und was weiß ich. Aber am krassesten finde ich, oder für unsere Zweck ist dieses Ganze, das ist natürlich auch ein psychologisches, also letztlich auch ein psychologisches Konzept der unbedingten Liebe, so, ne, und der Seelenpartnerschaft, so, ne, und das hat meiner Ansicht nach in romantischen Beziehungen nichts zu suchen, wobei ich denke, das ist der Ort der Liebe. Aber du kannst, also wir verwechseln immer wieder Liebe mit romantischer Liebe. Die romantische Liebe ist eben, ja, die will was, die ist nicht selbstlos. Es wird schrecklich gekämpft in romantischen Beziehungen. Das wissen wir ja alle, es passieren grausige Dinge in romantischen Beziehungen. Und nicht, dass unbedingt die Liebe nicht eine wunderbare Sache ist, und wir sind bestimmt alle gemacht aus Liebe, also habe ich gar keinen Zweifel dran. Aber wenn jemand daherkommt und sagt, er ist dein Seelenpartner, also ich würde mittlerweile schreiend wegrennen, sage ich ganz ehrlich. Und weil das ist häufig einfach, also wir wünschen uns ja irgendwie alle, aber das ist häufig halt doch der Anfang zu Lovebombing und allen möglichen Problemen. Und wenn, auch auf der Pluspol-Seite, wenn du meinst, ist ja scheißegal, ob mein Partner Drogen nimmt und fremd geht und rumhurt und mich belügt, ich liebe ihn unconditionally, bedingungslos, dann wird er bestimmt aufhören, Drogen zu nehmen, rumzuhuren und so. Nein, es wird nicht passieren. Es wird nicht passieren. Ihr werdet Menschen in aller Regel in einer Beziehung nicht ändern können. Das schon gar nicht in einer toxischen schon mal gar nicht. Natürlich kann man sich in gesunden Beziehungen irgendwo weiterentwickeln. Aber du kannst immer nur eine bessere Version deiner selbst werden. Und du kannst jemand einfach nicht ändern, der das nicht selber will. Wenn er das selber will und man ist schon ewig zusammen, gut, das mag jetzt eine andere Sache sein. Aber viele sind ja hier Single, die bei mir sind. Und also diese Idee, man könnte jemanden sich zurecht lieben in beginnenden Beziehungen, weil schon alles schief läuft, ist eine Katastrophe. Und ich finde das einfach ganz schwierig, wenn immer wieder dieses, ist ja auch so im semi-spirituellen Bereich, sage ich mal, oder auch im
gute Laune-Bereich auf Social Media immer wieder das bemüht wird von echter Liebe und bla 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 und irgendwelchen Memes rund um glückliche Beziehungen und bla bla bla. Das ist schon die nächste Baustelle, dass das irgendwie mal alles so dargestellt wird, dass andere das haben, aber du hast es vielleicht nicht, irgendwie, was auch wieder totaler Quatsch, dass jeder ist am Struggeln in Beziehungen ab und zu, ne? Jeder. Und das ist das nächste Problem. Aber gut, Social Media lassen wir gleich mal außen vor. Aber ich kann dir nur raten, natürlich darfst du deinen Partner lieben, sollst du auch. Also musst du nur immer wieder klar machen, dass romantische Beziehungen haben eben auch diese sexuelle Komponente, sollten sie zumindest haben. Haben auch das mal was will aus. Man will was aus der Beziehung, man liebt nicht bedingungslos. Also ich würde mal sagen, die allermeisten Menschen, die meinen, dass sie innerhalb einer romantischen sexuellen Beziehung den Partner unbedingt lieben, machen sich meiner Ansicht nach was vor, weil du willst was von ihm. Du willst Zuneigung, Bettsport, Bestätigung, und das kann mir keiner erzählen, dass man das nicht will. So, ne? Also das ist einfach der falsche Ort. Und wenn du bedingungslose Liebe kann natürlich momentweise entstehen, auch in Liebesbeziehungen. Aber wie gesagt, ich muss das ja immer so ein bisschen, könnte es nicht in alle Verästelungen gehen, aber gerade für Leute, die aus toxischen Beziehungen kommen, die wieder anfangen zu daten, ist das, glaube ich, ein ganz schwieriges Konzept. Es ist wirklich gesünder, ein bisschen mehr aufzurechnen. Das habe ich ja auch gesagt in meinem letzten Dating-Video, also dieser Faktor von Balance. Lieber aufrechnen, geben beide ungefähr gleich viel rein, als gleich mit so einem Konzept zu kommen von unbedingter Liebe, wo wirklich was ein riesiges Einfallstor ist in co-abhängige Beziehungen, so, ne? Ja, weil du irgendwann dann nur noch draufzahlst und der andere, anstatt er sich ändert, lehnt er sich zurück und nimmt alles von dir, ne? Deine ganzen Ressourcen, deine ganze Liebe und alles, ne? Also, man kann auch so rum sagen, Selbstliebe ist genauso wichtig wie Liebe, und das ist auch ein gewisser gesunder Egoismus, ein gesunder, eingegrenzter Egoismus ist unabdingbar in dieser Welt, vor allen Dingen, wenn du datest in dieser Irrenwelt, musst du auch an dich denken, sonst kommst du unter die fucking Räder, so, ne? Das ist einfach so. Es gibt andere Orte, wo man bedenkenlos unbedingt Liebe praktizieren kann, mit deinen Kindern, mit Haustieren, irgendwelche random Situationen auf der Straße, wo du jemanden einfach völlig uneigennützig hilfst. Ja, das ist unbedingte Liebe, das ist wunderbar, das brauchen wir auch viel mehr. Aber wie gesagt, immer wenn Leute davon reden in romantischen Beziehungen, ist es eigentlich nur Murks. Und weil, wie gesagt, das ist für uns, glaube ich, ganz schwer zu trennen, was in romantischen Beziehungen ist vielleicht ein Anteil echter Liebe, was ist einfach ein sexuelles Interesse, was ist einfach ein Bindungsinteresse, was ja auch was will, das will ja auch was, auch das Bindungsinteresse will irgendwas so, ne? Was ist Ego? Das, ich meine, wir alle daten ja irgendwie Partner, die wir auch, die auch müssen was, aus unserer Sicht müssen was hermachen, mit dem man sich zeigen kann, was ist auch letztlich eine Ego-Geschichte. Also es gibt da so viele Sachen, und man sollte wirklich als letztes dran denken, ob ich jetzt hier jahrelang unbedingt Liebe praktizieren muss zu jemandem, der mich einfach drecksartig behandelt. Nein, musst du nicht. Dann ist Selbstliebe wirklich das höher schwingende Gut und nicht daraus ziehen und ja, dir diese ganze Liebe geben. Auch das ist ein super Ziel für unbedingte Liebe. Ja. Ja, dass du dich selbst halt so wertschätzt, so, ne? Aber ansonsten, Leute, ey, was ist los mit dieser Welt? Ich weiß nicht, ich meine, wir alle machen Fehler und so, aber was wirklich in diesem ganzen religiösen, kirchlichen Bereich passiert, also auch in anderen Religionen. Also ich würde mittlerweile sagen, immer wenn Menschen sagen, dass wie gesagt, letzten Endes, ich will auch über niemanden urteilen, aber wie gesagt, ich hätte das, sorry, ganz persönlich, komplett schockiert, dieses im Dalai Lama. Das ist schlimm, schlimm, völlig verstörend, wirklich, aber egal. Also immer, wenn Menschen daherkommen und sagen, dass sie irgendwie ein Gutmensch sind, das ist Alarmstufe fucking rot. Also immer, wenn Leute herkommen und sagen,
ich habe überhaupt keine Fehler. Ich bin das Vorbild für Gutmenschentum und ich bin großer Aufklärer, der überhaupt keine eigenen Fehler hat. Ich mache alles richtig, die anderen machen immer alles falsch. Dann ist Drecksalarmstufe knallrot, Leute. Das kann ich euch wirklich sagen. Also egal, ob das irgendwelche Leitfiguren sind. Ich meine, über Politiker muss man gar nicht reden. Ich meine, letztlich ist auch, also wie gesagt, wir sind alle Menschen, wir machen alle Fehler. Ich meine, das nur, ja, dann darf man sich auch dahinstellen und kann sagen, ja, ich mache Fehler und sollte nicht versuchen, irgendwie ein Vorbild zu sein für edles Menschsein, das man vielleicht gar nicht ist. Ne? So. Und wir stellen da immer, also wir neigen als Menschen einfach so stark dazu, andere auf den Podest zu stellen. Also ob das jetzt, wie gesagt, Politiker, irgendwelche Führungsfiguren, potenzielle Partner, machen unser eigenes Licht zu klein und ja, und bleiben dann in so einer Abhängigkeit, was andere Menschen wiederum, die das Problem nicht haben, einfach fucking ausnutzen werden. Ne? Also denk auf eine gesunde Art an dich, akzeptiere dein Menschsein, was voller Schwächen steckt, das dürfen wir auch in anderen Menschen akzeptieren, nur wir müssen sie nicht gleichzeitig auf ein Podest stellen und ihnen nacheifern, wo es vielleicht gar nichts nachzueifern gibt, weiß ich nicht. In diesem Sinne, hoffe, das war auch noch einmal verständlich und wir sehen uns bald wieder. Ciao, ihr Lieben.